Hila ist für einen kurzen Besuch in ihre Heimatstadt Frankfurt gefahren. Am Main trifft sie ihre beste Freundin Eva. Ja, Hila und ich, wir haben uns in der 5. Klasse kennengelernt. Aber nicht nie gelernt. Man muss ja dazu sagen, wir standen halt beide auf denselben Typen. Und deswegen war es halt eher keine Freundschaft, sondern eher das Gegenteil. Aber dann irgendwann haben wir beide gemerkt, dass der Typ gar nicht so toll ist. Wenn man sich mit der Hila streitet, das ist katastrophal. Also wir haben uns, glaube ich, einmal groß gestritten und das war der absolute Hammer. Danach war auch Funkstille für Jahre, ein oder zwei Jahre. Das war also was nicht so Tolles. Und ich glaube, das hat uns jetzt noch mehr zusammengeschweißt. Also wenn man die Hila kennenlernt, also sagen eigentlich viele, wirkt sie eingebildet und irgendwie unnahbar und hat irgendwie eine Mauer um sich herum gebaut. Aber wenn man dann was knackt, dann geht es schon. Das ist eine ganz süße. Ja, ich bin mit der Hila nach den Castings in Frankfurt, bin ich mit ihr nach Düsseldorf zu den Flughafen-Castings, wie heißt das, Flughafen-Show, bin ich dann mit ihr da hingegangen und ja, zwischendurch haben wir uns kurz gesehen, obwohl wir das eigentlich gar nicht durften. Und dann hat sie gesagt, sie hat ein schlechtes Gefühl, aber ich habe mich irgendwie trotzdem gefreut, weil ich eigentlich wusste, dass sie das irgendwie schafft. Ihr fahrt um meine Begleitperson und meine Unterstützung. Also mit der Hila klarzukommen, ich glaube, mit ihr zusammenzuleben, ist ganz wichtig, mit der Hila zu reden und auch ganz ehrlich zu reden. Die Hila ist eine, die immer nachhakt und immer ganz genau wissen will, wie man das jetzt meint oder wie man sich jetzt fühlt. Also das würde ich schon sagen, reden. Reden und ehrlich sein. Nachdem man wirklich so viel irgendwie Stress hat oder so viel irgendwie Bewegung hat in seinem Alltag, ist halt echt irgendwie, das brauche ich es noch mehr, einfach mal auszuspannen und echt jemanden zu haben, der mich fast wortlos versteht. Ich denke wirklich jeden Tag an sie und meine Liebe gebe ich der Hila mit auf den Weg. Ich bin immer bei ihr, auch wenn ich nicht da bin. Am Abend besucht Hila ihre Schwester. Hier warten auch schon die kleine Nichte und der Rest der Familie. Im Kreise ihrer Liebsten fühlt sich Hila am wohlsten, auch wenn sie sich im Loft gut eingelebt hat. Ist ein ganz ehrgeiziger Mensch, kann sehr, sehr sensibel sein und andererseits kann sie auch sehr, sehr stark sein. Also früher als Kind war die Hila sehr anhänglich, wir hatten eine sehr, sehr starke Beziehung. Sie war für mich sehr, sehr wichtig im Leben, also wir haben viel gemeinsam gemacht, wir haben viel positive Sachen erlebt und wir waren einfach wie eins, also wir sind immer noch wie eins und ich bin so stolz auf sie und Ich finde es gut, dass sie das so geschafft hat. Gut, ganz am Anfang, wo das Casting angefangen hat, war sie eigentlich ganz cool. Hat gesagt, ja, ich gehe mal hin und so. Und dann dachte ich, oh, super, weil ich wusste, singen kann sie schon, seit sie eigentlich laufen kann. Bis sie mir gesagt hat, ich fliege nach Ibiza mit, habe ich das eigentlich gar nicht so realisiert. Also als der Punkt kam, wo sie gesagt hat, ich habe es geschafft, ich fliege nach Ibiza, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen. Also das war für mich wow. Meine Schwester hat es so weit geschafft. So wie bei ihren gemeinsamen früheren Auftritten singen die Schwestern heute Abend noch einmal mit ihrer Mutter. Und das weckt bei allen schöne Erinnerungen. Ja, wir haben immer viel gesungen mit Mama zusammen. Und ja, also bei jeder Gelegenheit hat sie mitgesungen. Und Mini-Playback-Show natürlich auch. Also da hat sie zwar nicht gesungen, aber da hat sie auch gezeigt, was sie kann. Mit der Mimik und so, weil sie natürlich das im Blut hatte.
Ihr Ehrgeiz ist ihre Stärke. Die Stimme ist gigantisch, finde ich. Und sie ist sehr selbstbewusst. Also wenn sie was macht, dann weiß sie ganz genau, ich mache das und dann macht sie es auch. Meine Unterstützung und meine Liebe zu ihr soll sie mitnehmen. Und sie war immer so eine Typ, das hat immer jeder geholfen, wenn sie konnte. Sie hat viel gelächelt, wenn sie gut drauf war. Ganz lieb, obwohl manchmal sie ärgert, sie kann ärgern. Aber im Prinzip, sie ist sehr, sehr lieb. Ich denke, was sie meint, ist, wie ich bin stur. Und ich denke, sie hat ein bisschen von mir genommen. Sie ist stur, sie weiß, was sie will. Und wenn sie geht auf was, dann sie macht das bis zu Ende. Sie bringt das bis zu Ende. Und wir beide unterstützen sie mit vollem Herzen. Und sie weiß, sie hat einen Platz in unserem Herz. Und was sie macht, wir machen das zusammen mit unserem ganzen Herzen. Ja, das war Hilas Traum seit Jahren lang, Popstar sein. Und jetzt Dream come true. Und ich hoffe, dass dieser neue Weg, das sie macht, sie bleibt genauso wie die Hila das vorher war. Ganz süß, lieb, dass sie bleibt genauso wie die ist jetzt. Because you loved me. Nach dem Besuch bei ihrer Familie besucht Hila spät am Abend noch ihren früheren Tanzlehrer, der ihr vor dem Popstars-Projekt die ersten Tanzschritte beigebracht hat. Heute tanzen sie noch einmal gemeinsam. Wir sind hier in dem Fitnessstudio in meiner Nähe, also wo ich gewohnt habe. Da bin ich angemeldet seit einem Jahr genau. Und da habe ich auch den Kelechi kennengelernt, weil es steht halt auf dem Stundenplan, dass da ein Hip-Hop-Kurs ist und das hat mich halt super interessiert. Und seitdem bin ich eigentlich so gut wie regelmäßig zum Unterricht gekommen und es hat mir super viel Spaß gemacht und es hat mir halt auch in dieser Popstars-Hinsicht sehr viel geholfen, weil man da auch mit Choreografie und Koordination halt viel lernt. Popstars finde ich ist super geil. Super geil, dass es sowas gibt, weil viele Menschen sagen, oh, das, was die da im Fernsehen machen, das kann ich aber auch eben nicht. Ja? Nicht jeder ist ein Popstar und nicht jeder, der irgendwie gut tanzen kann oder gut singen kann, hat auch das Zeug dazu, sowas durchzustehen. Sie hat alles das, was man dazu braucht. Ja? Sie ist natürlich, hat Ausstrahlung, ja? Und wenn man tanzt, auch auszudrücken und zu fühlen, was man halt da macht. Und sie ist auf jeden Fall jemand, der Power hat. Und wenn sie einen Schritt macht, dann gibt sie auch wirklich Gas, ja. Und sie kann auch unter Stress einfach locker sein, ja. Sie macht ihr Ding und ist diszipliniert, das ist viel, viel wichtiger. Und kann auf einer ganz guten, professionellen Ebene, glaube ich, auch arbeiten. Also ich kann Hila nur auf den Weg geben, dass, was ich immer sage, das erzähle ich auch meinen Leuten, meinem Kurs immer, da hebt sich halt auch keiner heraus. Sei dir bewusst, dass das, was du gerade machst, dass es auch von Herzen kommt, ja. Das ist Arbeit, was du da zu verrichten hast und geh dafür. Nicht rechts, nicht links, mach dein Ding. Und geh bis ans Ende, bis an die Grenze und genieße jede Sekunde, die du hast. Und immer du selber bleiben, weil der Charakter ist sehr, sehr wichtig. Und dieses einfach, dieses Natürliche, wenn sie das behält, was sie auch bei mir hat, wovon ich selber begeistert bin, dann bin ich ganz guter Dinge.